Das habe ich nur 21. Ganz so viel, ne? Ja. Ach so, innerhalb von einer Minute hast du einen Part aufgenommen. Ja. Röder. Was denn? Das ist doch richtig. Röder kommt nicht mehr aus seinem Leben, klar. Ich suche mir ein neues Projekt. Ich sterb doch an Lachkämpfen. Na geh doch! Wir brauchen deine scheiß Pilzfarben nicht. Natürlich brauchen wir nicht. Natürlich braucht man die nicht, sagt er auch noch. So. Aber ich musste eine Folge raushauen. Das Schöne ist, ich nehme schon wieder seit einer Minute auf. Ich nehme auch die ganze Zeit auf. Ja! Ja! Dann gehe ich mal auf den Server. Willkommen zu Twitch. Skrrr! So, das war's. Ich werde heute. Nee. Ich muss Clay farmen. Meine Güte, ey, das Projekt, das wird wirklich noch zu viel. Also ich finde das ja nicht nett, dass man so über meine Pilzfarm herzieht, ne? Ey, die ist halt scheiße, kann ich auch nichts für. Ey, die gibt uns immerhin, wenn wir belagert werden, meine Güte. Ja, kann ja auch mal vorkommen. Wenn wir jetzt, wenn wir hier einen Mod draufziehen mit Katapulten, mit Röder-Katapulten, ne? Ich hab mal hier eine Kiste kurz meinen Hauptgekauft und ich klau. Mit Röder-Katapulten. Man nennt sie auch Röder-Pult. Das gibt einen Tumult. Röder-Röder-Pultiert. Das ändert sich nicht. Ich glaube, ich werde aussteigen, mache ein eigenes Projekt. Ah, ist das schön. In einem Singleplayer-Projekt beschwert sich wenigstens keiner wegen der Pilzfarm. Ja, wer braucht die auch da? Ich denke ans Team. Scheiß denkst du, Alter. Jetzt hab ich so einen scheiß Klumpen neben meinem Haus stehen. Ist doch nicht mal feierlich. Ich hab ja gesagt, die kann man auch verschieben. Ja, wie willst du die verschieben? Die musst du wieder ganz abbauen. Ja, mach ich dann auch. Sei froh, dass ich die nicht hier in die gesetzt habe. So, also das hier ist die Pilzfarm. Das wäre auch die Höhe gewesen, jetzt hier gestellt. Röder, ja, warte. Kannst mal Slime sammeln gehen jetzt. Nee, warte mal. Oh, oh Gott, nein! Ein Stein? Kein Pilz. Weil zu Röder! Hell. Röder! Ja, bitte? In der Pilzfarm sind Creeper. Ja. Ich glaube, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich bin da gerade runtergegangen, guck mir die Pilzfarm an, aber mal laufen da vier Creeper auf mich zu. Voll gut. Ich habe extra ein wenig ausgeleuchtet. Also gut, Redstone-Fackel kann ich nicht. Röder! Hui! Ich bin halt nur explodiert! Alter, ist das nicht mehr normal, sowas. Hallo! Hi! Ja, da liegt noch ein Pilz, weg. Da liegt noch ein Pilz. Da. Ach, da liegt er noch. Gut. Alter! Hier, machen wir mal wieder ein bisschen. Scheiße, nein! Hast du Leitern? Ja. Mach die mal dran. So, eine fürs Design. Oh Mann. Ja, ich glaube, ich begebe mich weiter ran, die Pilzfarm wieder zuzubauen. Die ist doch etwas gefährlich, habe ich so mitbekommen. Ach ja. Also, wenn wir genügend Cobblestone sammeln, könnte ich uns unter Umständen auch eine... Los, Ferdinand! Ja, könnte ich uns auch eine supergeile Monsterfarm bauen. Die wäre, denke ich mal, nicht so effektiv wie die Pilzfarm von dir, aber sie ist effektiv. Ja, wir können auch einfach die Pilzfarm in eine Monsterfarm umbauen.
Na, das müssen die Monsterfarm, die würde ich persönlich aber eher in der Luft bauen, also relativ weit in der Luft, weil wenn wir dann oben sind, dann gibt es nur in der Monsterfalle Platz zum Spawnen, dann spawnen da halt wirklich viele Mobs. Weil wenn du die jetzt da unten machen würdest, dann gibt es da haufenweise Höhlensysteme, in denen die ganzen Monster spawnen und Wir leuchten einfach alles aus. Herr Röder, dann fang mal an. Wir sehen uns dann in 20 Folgen wieder, wenn du irgendwann mal das letzte Höhlchen ausgeleuchtet hast. Dafür brauche ich länger. Optimistisch. Ja, das ist. Okay. So, warte mal. Bald müsste ich aber auch wieder in dem Sumpfgebiet sein. Ja, hier bin ich doch. Wunderbar. Los, Ferdinand, zwei! Kurze Frage, weiß einer von euch, wie es momentan mit der Nacht aussieht? Für die ist dunkel. Ne, ich meine, So lange dauert es nicht. ja gut, weil da könnte ich Ich muss mal nämlich, so dann Tag könnte ich machen. in der unter Umständen, nachdem ich ein bisschen Clay gefarmt habe, auch mal gucken, ob ich ein paar Slimes abfarme. Je nachdem, wie halt der Stand des Mondes ist. Ah, meine Güte. Brauche unbedingt Slime für die Pferde, ey. Zack, Wunderbärchen. So, okay, Leute, jetzt geht's bei mir allerdings wieder nur los mit Clay Farm. Tut mir leid, falls das jetzt eventuell ein bisschen langweilig ist, aber wir haben ja diese zwei netten Herren dabei. Und ich denke mal, das gibt schon so ein bisschen Unterhaltung. Ich meine, Ich wir bin ein hatten. Rodeolyt! Rodeo Robin? Ja. Ah, meine Güte. Oh Los, Gott! Ferdinand! Drei! Versuchst du gerade ein Pferd zu zähmen oder so? Ich hab schon drei Stück jetzt. Achso. Ja. Ich dachte mir schon so etwas, weil sonst würdest du nicht wie bekloppt die ganze Zeit rufen: Los, Ferdinand! Außer du wärst bekloppt, aber. Ja, da bin ich doch. Eigentlich ja schon, deswegen. Ich weiß nicht ganz. Stimmt. Oh Mann. Ich sag's euch, heute kann ich wieder gut schlafen. Eine bessere Stadt hätte man nicht haben können, würde ich sagen, Mann, ne? Ja. Ah, aber wir haben schon fast wieder die Hälfte um, ey. Ich finde keine Pferde mehr. Du kannst ja, ich weiß nicht, ob, du kannst, glaube ich, auch welche selber Ich habe eins züchten. gehört, glaube ich. Das wäre jetzt langweilig. Ich werde die ganzen Rüstungen für die Pferde loswerden, weil ich will die nicht mehr im Winter haben. Cola, Medice. Tour. So. Also, was ich eigentlich bräuchte, wäre so etwas wie Ah ja. auch Glück auf die Schaufel. Gibt es sowas? Ich weiß gar nicht. Glück im Leben kannst du auch gebrauchen. Weiß ich aber nicht, ob es was gibt. Weil da würde ich nämlich viel, viel mehr aus den einzelnen Clayblöcken rauskriegen und Ja, dann wäre ja, das Farmen um einiges besser. Wie Sehe sieht's ich auch. eigentlich an sich Gut. so aus mit dem Farmen, also mit dem Verzaubern? Hat irgendjemand mal Lust, im nächsten Verzauberungsraum zu machen? Kann ich machen, ja, habe Mit. ich ja vor. Ja. Weil dann könnte man nämlich auch mal versuchen, auf Level 30 zu verzaubern, eventuell auch irgendwie eine richtig geile Verzauberung draufzukriegen. Muss ich halt nur Bedrock fahren, damit ich das Haus daraus bauen kann. Du meinst Obsidian? Ne, Bedrock wollte ich bauen. Sieht besser aus. Ja, dann bau das mal ab. Mach ich. Mach ich. So. Wie sieht's, ist der Mond bei euch schon zu sehen? Weil ich bin auf der komplett anderen Seite, das ist das Problem. Nee, ich bin auch auf der anderen Seite. Röder, wie sieht's bei dir aus? Kannst du den Mond sehen? Warte, 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 warte. Nicht mehr. Wenn ich mich bücke, dann ja. Jetzt Nicht mehr. doch, da. Oder wie sieht Ja. der, ist Nein, der, ich. ist der Nee, leer oder ist ich. der zur Hälfte voll oder so? Der ist ziemlich hell. Der ist, glaube ich, voll. Der ist voll, glaube ich. Ja, Ja gut, dann der kann sieht ich nämlich ziemlich jetzt voll auch noch aus. die restlichen Minuten ein paar Slimes farmen, weil wenn es Vollmond ist, dann spawnen die Slimes in der, im Sumpf am meisten. Und da ich gerade im Sumpf bin, kommt das eigentlich gar nicht mal so scheiße, dass ich da jetzt auch ein bisschen farmen kann. Boah, ich brauche noch drei Pferde, ne? Das ist heftig. Buh! Das war ein Kuhgeräusch und kein Pferdgeräusch. Das war ein Pferd. Eins mit Hufen. Und einer langen Schnauze. Aus der wird Hat Beefy eine Kuh gemacht. keine Hufe oder was? Na, aber cool. Na, Aber eine Kuh hat auch Augen. ja. Eine Kuh hat auch Ohren. Ich glaube, da war ein Pferd. Was? Eine Kuh hat Ohren? Ich dachte, die Viecher hören nichts.
Dann haben die ja die ganze Zeit gehört, wie ich die beleidigt habe. Ich dachte, das wären die, die blind sind. Nee, ich glaube, das, was du meinst, das sind Blindschleichen. Ach so. Ja. Ah, oder Fische. Ich bin schon gewundert, warum die nicht rumschleichen. Ja, ja. Sie schon wieder. Ja, ich schon wieder. Denn ich rette sie vor den ganzen Zombies. Ja, wunderbar. Mit Schafen. Jetzt seh ich den Mond auch. Ist wirklich ein Vollmond. Jetzt muss ich nur hoffen, dass sie hier wirklich so ein paar Slimes spawnen. Das wäre nämlich eigentlich gar nicht mal so scheiße. Aber der ist trotzdem doch nicht so voll wie ich. Röder. Also, solche Informationen, die solltest du nicht öffentlich preisgeben. Das könnte ein schlechtes Licht auf sie werfen. Ach, ich bin Röder, das geht nicht. Da hat er auch wieder recht. Na, stimmt. Röder ist immer gut. Muss man leider zugeben, ja. Boah, ich hoffe, ich finde jetzt hier wirklich ein paar Slimes. Das wäre nämlich gar nicht mal so scheiße. Du Scheiße. Ja, du auch. Ist das überhaupt ein richtiges Sumpfgebiet? Das sieht mir ehrlich gesagt gar nicht danach aus, ey. Aber die Bäume, die... F3 und da steht's dann drauf. Wo genau? Steht einen unten, so ganz links unten ungefähr steht. Ach, so Swampland, okay. Ja. Weil es wundert... Was heißt das? Genau, Swampgebiet. Bis zwischen Schweden und der Womp. Ach, sind wir gerade in Isaac? Nee, du bist zwischen Schweden und der Womp. Krass. Also bist du nicht ganz in Isaac. Es verwundert mich gerade, dass hier gerade noch wirklich kaum irgendwas da ist. Dabei ist... Ich glaube, du musst halt ein bisschen warten und suchen. Ja, okay, hier sind jetzt gerade 4 Zombies. Da hinten ist ein Spinnenreiter. Nö, ein Spinnenreiter! Oh. Ich habe extra über den Chat gefragt. Tut mir leid, es geht gerade um Leben und Slimeballs. Aber Rüder ist wichtiger. Hast du einen Slimeball? Nee. Hast du einen Slime? Ich glaub, da hinten ist ein kleiner Slime. Der erste kleine Slime. Oh, wie süß! Der hat mir keinen Slimeball gedroppt, du dreckiger Hurensohn. Ah, okay. Da hinten ist ein etwas größerer. Okay. Ich bin ein fuck Enderman. Ich habe jetzt leider nicht mehr so viel Zeit, aber ich versuche noch wenigstens ein Slimeball zu bekommen. Sonst hat diese Folge für mich keinen Sinn. Ich finde einfach nichts. So. Ich habe 3 Slimeballs. Das ist gut. So, wie viele brauchst du ungefähr? Ich meine, man bekommt 2 Leinen raus, wenn man einen Slimeball verwendet. Ja, ich brauche 3 Slimeballs für die Pferde ungefähr. Ja, und dann natürlich auch noch einige für Pistons und so weiter. Ja, da brauche ich wirklich welche. Da müssten wir im Grunde nur gucken, wie sich die ganzen Nächte und so weiter, wie viele Tage und Nächte hier schon wieder waren, bis wir wieder aufgenommen haben. Weil dann könnten wir nämlich rein theoretisch gucken, dass wir eventuell wieder zu einer Vollmondzeit oder wenigstens Halbmondzeit irgendwie auf den Server kommen. Das wäre nämlich gar nicht mal so scheiße. Deine Mutter ist scheiße. Ich weiß, aber das ist jetzt gerade hier nichts zu tun, tut mir leid. Endermann! Also ich muss persönlich sagen, ich habe deine Mutter nur gut in Erinnerung. Ich hätte dich hier rangelassen. Söhrchen. Boah, da hinten sind 2 fette Slimes, die muss ich mir noch holen. LOL. Oh, und wie ich mir die beiden hole, diese dreckigen Hurensöhne. Ich hab eine Enderperle benutzt, hab ich gerade gemerkt. So voll, irgendwie, weiß ich nicht. So im Unterbewusstsein. Ich hab wirklich die Mitte aufgemacht, den Enderperle rausgeholt und wollte mir jetzt weggeportet. Ich meine, ich hab mich ja weggeportet, aber. Ja, ich weiß es nicht. So, Louis, ich habe auf jeden Fall schon mal wieder einige Slimeballs. Dieser große Slime, der hat mir sehr viel gegeben. 2? 17. Also 3. Ja, 3. Dürfte eigentlich reichen, ne? 3, 14, ja klar. Na, ist da noch nicht alles? Ja? Vielleicht kommt da noch was draus. Ich habe gesagt, es würde reichen. Ich habe nicht gesagt, was aufhört. 19 habe ich jetzt. Ist auch nicht großartig viel, das da kommt noch. Ich hätte jetzt 30 gesagt, habe ich gesagt, ja gut. Kommt noch. So, mein kleiner Slime. Du hast mir Rüde ist grad plötzlich unerwartet in einer Höhle gelandet. 20. Bitch!
Scheiße, 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 sage, ich werde sterben. Mir ist das egal. Weißt du, jetzt wegen diesem Scheiß Save the World dachte ich, du wärst tot. Oh, wo ist unser Haus? Ich weiß es nicht mehr. Mein Vater hat mich nie geliebt. Zeig dir die Datensage. 1270, 106. 1270, 106, habe ich eine Aufnahme. Warum? Zwei Herzen. Okay. Anderthalb Herzen. Ein Herz. Ach, wurdest du vergiftet? Ja. Ja, okay, das ist ja an sich kein Problem. Du regenerierst ja, relativ schnell wieder. Aber nicht, wenn da mehrere tausende Skelette waren. Ja, aber dennoch, du regenerierst ja nach einer Zeit. Aber nicht, wenn da mehrere tausende Skelette waren. Oder kommst du rüber? Wow! Nee, ich wollte gerade sagen, du läufst ziemlich... Ja, da. Ja, okay, Leute, wir müssen hier allerdings erstmal wieder einen kleinen Schnitt machen. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, wie lange die anderen beiden Jumpman noch was haben. Für mich war es jetzt schon relativ erfolgreich. Ich habe jetzt komm, 20 Slimeballs. Meinst du, ich schaffe das hier rüber? Ich weiß es nicht. Soll ich probieren? Ich weiß es nicht. Ich habe zwei Herzen. Ja! Du bist dran. Warte mal. Ich schlag dich auch nicht zurück, komm. Das ist schon ziemlich hoch. Das war nicht mit Absicht, Mann. Das ist, warum ich geguckt habe, wie hoch das ist. Ja gut, Leute. Ich gehe schon mal vom Server. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wie immer, Themenvorschläge und weiter alles in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Den anderen beiden natürlich hoffentlich auch. Und ja. Da würde ich sagen, Leute, mein Part ist auch vorbei. Das war's dann wieder. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen von der Eagle Gang. Und bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.